Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zur 7. Challenge, dem Wassertempel. Wir hatten gerade schon mal ein bisschen vorgespielt, leider, und hatten dann nach den ersten 10 Minuten wieder einen Fehler, weil der David auf Escape gedrückt hat. Und dann ist dein Bild schwarz und weg und dann ist gut. Auf jeden Fall. Ich komme gerade aus Ark raus, weißt du? Und da ist man halt im Menü mit Escape, ja. Das geht am schnellsten. Okay, David, ich würde jetzt sagen, bevor wir müssen den ganzen Scheiß jetzt nochmal machen. Also legen wir jetzt direkt mal los, ja? Okay. 3, 2, 1 und los. Ach ja, ich bin jetzt ja semi-blind. Ja, wenigstens jetzt für ein Stückchen. Also, wer sich dann wundert in den nächsten 5 Minuten, wo zum Teufel ich überhaupt rumlaufe und was ich da mache, ich weiß es dann nämlich auch nicht. Und wir werden ganz oft diesen schönen Pause-Screen sehen. Für die Zuschauer, die diesen wunderbaren Tempel noch nicht spielen und in den Verzug gekommen sind, die 3D-Version vielleicht jetzt schon gespielt zu haben. In den Genuss, nicht in den Verzug. Weil hier hat man noch kein Touchpad, wo man sich die Scheiße unten aufs Touchpad legen kann. Ich habe gerade Rotos Gesicht wieder gesehen. Dieses Mal hat sie so diesen Ausdruck gehabt, so diese Art, ich werde euch aber schon durchnehmen. Dieses Gesicht. Das nervt dich, hä? Huh? Ja. Das geht gar nicht. Oh je. Diese Augen am Kopf. So schnell durchklicken. Die stören mich nicht. Hm? Guck dir dieses riesengroße Grinsen an und diese riesengroßen Augen dazu. Da stell dir einfach mal, das sind so zwei richtige Löcher da oben rechts am Kopf. Und dann hast du so ein richtig pervers. Dann kannst du mal vom Brainfuck sprechen. Jetzt habe ich es gerade verstanden. Spätzünder. Nein, die Aufnahmen sind nicht asynchron, die Tonaufnahmen, liebe Freunde. David zündet manchmal einfach nur spät. Und bei Frauen zündet er dann früh. Oh, David. Ich zünde bei Frauen zumindest. Ja. Ups. Gut, der war gut gekontert. Nein, liebe Zuschauer, ich bin nicht schwul. Das kann jetzt jeder sagen. Ja, bevor jetzt wieder hier irgendwelche Gerüchte aufkommen. Das muss nicht sein, David. Damit machst du uns nicht das Leben leicht. Sonst photoshoppe ich dich nämlich nackelig. Mit irgendeinem anderen Typen nackelig. Mit Osei oder so. Wo ist das Scheißding da? Wenn du es mit Marvin machst, auch ein Kumpel von mir, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Nee. Dann ist es mir egal. Dann zündest du auch, oder was? Nur wenn er dann singt, ja. Wie jetzt, wenn er dann singt? Genau, richtig. Ich weiß, dass er das hier gucken wird, deswegen sage ich sowas. Wieso wird er denn gucken? Weil ich ihn die zwinge? Shit. Kann man die Muscheln auch mit den Pfeilen töten? Muss er ausprobieren. Das würde die ganzen Pfeile erklären, dass ich dich hier droppen. Ne, die haben wir jetzt sowieso schon vorher gekauft, also ist das ja egal. Ich bin vorhin da gegangen, jetzt gehe ich mal hier lang. Wahrscheinlich ist das hier, wo ich jetzt gerade reingehe, der Kompass. Und ich vergeude meine Zeit schon wieder. Das könnte sein. Und, was ist es? Wussten. Keine Ahnung, ich kann das Ding nicht finden, wo man sich hochzieht. Oder? Vielleicht musst du auch den Boden aufspringen. Nee. Das ist so ein Hochziehding. Ein Hochziehding? Da ist ein Schlüssel für notwendig. Ach da, ja. Das ist am Ende. Das ist der Kompass, oder was? Nein.
Das ist am Ende. Du brauchst für den Kompass keinen Schlüssel. Da kommt man ja gar nicht hin mit dem Ding. Okay, alles gut. Nicht gut? Nicht gut. Ich hab meine Zeit vergeudet. Ah! Fuck yo, Wassertempo! Ich einfach mal hier rein. Hm? Ich einfach mal hier lang. Du weißt doch jetzt eigentlich, wo du lang musst. Was machst du denn da? Ich bin gerade dort gewesen, wo ich vor der ersten Aufnahme war. Das habe ich gerade alles so schön geschafft. Und jetzt werde ich wahrscheinlich abfacken, weil du mich dazu verleiten tust. Und ich glaube, du machst dir umsonst Sorgen. Jetzt kann ich hier gleich wieder stehen bleiben. Die, die bei mir gerade reingucken, die werden wahrscheinlich auch sagen, yep. Yep. No time to worry. No. Dingens, Bummens. Brauchst halt nicht. Okay. Keine Sorgen machen. Mein Deutsch. Egal. Okay, dann glaube ich dir mal. Nicht wieder. Puh, ich hab fast Escape gedrückt. Nee, das machst du jetzt nicht nochmal. Dann bleibe ich nämlich hier stehen. Dann bleibe ich hier stehen. Ich war schon mit der Hand über dem Escape-Knopf. Ja, das ist hier gemein. Das ist hier echt gemein. Ah, fucking. Ich brauche einen Tipp, ganz ehrlich. Der Teil mit dem Drachenkopf, wo die Muscheln dahinter sind. Ja. In dem Wasserding, was dich hin und her schubst. Muss ich dahin? Ja, da kriegst du den nächsten Schlüssel. Dann bin ich richtig. Tatsache, hier ist ein Schlüssel. Drück mir kein... Ich muss dich da jetzt immer wieder dran erinnern. Wenn du mir Escape drückst, ich bring dich um, David. Okay. Ist notiert. Jetzt drück ich wahrscheinlich gleich Escape. Oh, da möchte ich killen. Ja. Ich versuche, mich davon abzuhalten. Ich werde mich unterstehen. Ich hab's gerade eben... Ich hab's gerade zum ersten Mal direkt geschafft, in diesem blöden Wasserwirbel durchzukommen, weißt du? Oh, dieser Tempel macht einen fertig. Der Tempel ist aber noch schrecklich. Oh, das ist so fürchterlich, 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 Mutti. So, jetzt weiß ich nicht so wirklich. Ab in die Mitte. Okay, danke. Das mache ich nicht allzu oft, David. Wie, wo ich bin. Wo soll ich denn sein? Och, jetzt kriege ich hier überall Schaden. Leck mich am Po. Jetzt muss ich mich konzentrieren, weil das wird jetzt kacke. Das wird jetzt kacke. So weit war ich übrigens gerade, bevor Davids Aufnahme abgeschmiert ist. Und ich bin jetzt weiter, als ich abgeschmiert bin. Ja, ist klar. Weil du vorher noch den Kompass und die Karte geholt hast. Ich habe die Karte angeguckt, nicht geholt. Den Kompass habe ich angeguckt. Auch angeguckt. Also ich war im Raum drin, wo man den kriegt. Warte mal. Okay, alles gut, passt schon. Me no likey, this fucking temple. Mi casa no tu supu. Gut. Blödes Musikscheiß. Wie, du drückst Escape, David. Nee. Ja, das glaube ich dir nicht.
Warte. So. So, schneller raus hier. Da kommt man erst, ganz nach oben kommt man erst mit dem ganz oben Fanghaken, ist das Skulltula. War da nicht noch ein Schlüssel? Nein. Bist du dir hundertprozentig sicher? Da bin ich mir ausnahmsweise sicher, weil ich nämlich die ganze Scheiße mal hochgekraxelt bin und mich dann geärgert habe, weil da halt nur eine Skulltula war. Okay. Was ist unten? Ganz unten, wenn man da wieder runtertaucht? Ja, das finde mal heraus, David. Muss man da hin oder nicht? Allein von dem Ton her sollte ich da wahrscheinlich nicht reingehen. Oh, richtig. Kann man Schwert ja nicht benutzen. Du solltest da nicht reingehen, sagst du? Wahrscheinlich nicht. Ich würde es dir raten. Shit, hier bin ich falsch. Ja. Ich weiß es jetzt echt nicht, ob ich dir gerade vertraue. Nein, du musst da rein, glaub mir. Ich würde dich jetzt nicht in der Irre leiten. Du weißt doch, dass ich da gerne spannend halte. Du musst da wirklich rein. Warte, wo muss ich hin? Da lang. Nee, warte. Gut, dass du mir nochmal gesagt hast, dass da auf der zweiten Ebene ein Schlüssel ist. Sonst hätte ich das jetzt vergessen. Ach. Bist du da unten nicht ran, oder was? Hm? Bist du unten nicht ran, oder was? Ich meine da auf der zweiten Ebene bei Ruto. Ach ja, richtig. Mhm. Den muss ich auch noch holen. Den habe ich jetzt komplett vergessen. Dafür weiß ich nicht mehr, was auf der zweiten Ebene alles ist. Einmal der Gang zum Enterhaken. Und sonst keine Ahnung. Okay, 15 Bomben sollten erreichen. Hast du deine Bomben noch aufgestockt vorher? Sonst hast du nämlich gleich ein Problem. Ich habe 20 Bomben. Das ist gut. Ich hatte die noch im Hinterkopf, aber ich dachte, da wäre nichts Wichtiges drin gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mein Hirn raucht gerade, weißt du? Ich überlege gerade, wo muss ich hin? Wo muss ich nicht hin? Was muss ich tun? Was nicht? Ich weiß, dass ich jetzt vielleicht etwas vor dir bin. Da bin ich gerade ein bisschen beruhigt. Da kann ich nämlich ganz in Ruhe gucken, was in dem Gang da drin ist, der mich ein bisschen verrückt gerade macht. Dieses vielleicht ziehe ich mal lang und sage einen wahrscheinlich ziemlich weit vorne. Ja, muss es auch mal geben. Das war ja bei der Eishöhle schon so, dass auf einmal raketenschnell war der am Ende und ich denke, okay. Darauf war ich nicht vorbereitet. Aber ich weiß nicht, was hier drin ist. Jetzt lässt mich dieses Viech nicht in Ruhe! Throw that potling! Give me that heart! Give me that heart! Oh ne, ich will jetzt nicht meine Fee hier verlieren, ganz ehrlich. Doch, ich verliere eine Fee. Nein, bin wieder voll. Was war jetzt hier? Warte, was war da? Ach so, ja. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Lassen wir das stehen. Ah, dieser verdammte Dingenscreen hier. Daran müsst ihr mal mitsehen, wie oft ich den geöffnet habe. Was? Den Screen hier, wo man seine Sachen wechseln kann. Also ich kann dir sagen, es gibt nur einen richtigen Weg auf der zweiten Ebene von dreien. Dankeschön. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Und es ist der mit dem Schlüssel, den du reingehen solltest. Weil der andere ist definitiv der Kompass. Nur für dich zur Info. Daran kann ich mich nämlich ganz gut erinnern. Es gibt drei Türen in der Mitte. Ja, einen müssen wir ganz später rein, wenn wir den langen Hookshot haben. In den anderen müssen wir... in die andere müssen wir wieder nach ganz oben, kommen wir nach ganz oben. Und der eine komische Gang da ist nur dafür da, um... Sag schnell, den Kompass zu holen.
Du sagst, die verschlossene Tür ist das mit dem Unterhaken. Genau. Okay. Jetzt muss ich überlegen, wo ich hin muss. Ich glaube... Boah, diese scheiß Viecher, ne? Ich hasse diese Springspinnen so hart. Fickt euch. Ganz ehrlich, fickt euch in den... In das dicke, kleine, runde Knubbelknie. Nachts. Ganz hart. Treffe ich dich so? Ja. Dann treffe ich dich auch. So. Nein. So, warte, was war das jetzt hier für ein Shit? Oh. Das wird kein Spaß. Das wird kein Spaß. What the f... Ich bin in der Mitte gerade in die Tür reingegangen, die man aufsperren muss. Ich bin jetzt oben bei dem, wo man Seeds spielen muss. Ja. Und? Das muss ich jetzt spielen, oder? Ja. Hey. Oh, Steuerung. I have no idea what I'm doing. Gott sei Dank. Hast du den Schlüssel bei Ruto geholt? Ja. Gut. Die obere Tür mit dem Schlüsselding ist wahrscheinlich nicht die richtige. Hm? Ich weiß nicht mehr genau, welche Eingang hier der Enter hatten wir. Ich glaube, das hat der mit dem Schlüssel davor. Der bleibt wieder da sitzen. Ja, das war der. Okay. Ist das überhaupt machbar? Ja. Was ist machbar? Mit der Tastatur den Teil da zu machen. Wo die ja, Plattformen runtergehen. Ist machbar. Kann ich dir vertellen. Oh, jetzt don't fuck up. Mein Gott. Das ist aber nicht leicht, das sage ich dir. Merk schon. Puh. Irgendwie ist es verdammt warm. Ja. Okay, hat gepasst. So. Ich glaube, dass ich im Moment alles richtig mache. Du glaubst oder weißt du? Ich glaube. Das ist schon mal gut. So, meine Falle aufpassen. Oh Scheiße! Mir fehlt ein Schlüssel! Yes! Wahrscheinlich mir auch, aber yes! Ja, du musst mit drei Schlüsseln ankommen. Bist du mit drei Schlüsseln angekommen? Nein, ich verarsch dich nur. So ein kleiner mieser Bastard! Das kannst du bei mir gerade nicht machen. Ich hab jetzt schon keine Ahnung, was ich tue. Ich gehe hier gerade nur auf gut Glück und versuche dir so ein bisschen die Tipps aus mir bitte schütteln. Welche Tipps?
der mir ab und zu immer gibst. Damit ich mich nicht ganz hier verfranze. Sehr schön. Oh, bei mir. Ach nee, ist doch nicht verglitscht. Doch nicht verglitscht. Da gerade wäre verglitscht. Ist nicht verglitscht. Alles gut. Ah ja, in dem Raum hinter dem Enterhaken sehe ich gerade, da ist ein Zeitblock, den musst du entfernen.